Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem September 2018. Ja, es sind 21 Bücher bei mir eingezogen, beziehungsweise eigentlich sind im September nur 20 Bücher eingezogen, aber ich habe euch im August ein Buch vorenthalten, was ich jetzt einfach an erster Stelle dieses Videos sozusagen packe. Es ist eigentlich im August eingezogen, habe ich irgendwie vergessen, muss aber natürlich statistisch auf jeden Fall erfasst werden und auch jetzt natürlich euch gezeigt werden. Und deswegen habe ich es hier jetzt auch mit reingenommen. Es sind 8 echte Bücher eingezogen, 8 E-Books, was ich sehr cool finde, dass sich das so die Waage hält, und 5 Hörbücher, was ich auch toll finde, weil ich bin einfach zurzeit wirklich sehr im Hörbuch hören und mir macht das wirklich großen Spaß und ja, darüber freue ich mich besonders. Ja, das erste Buch war ein E-Book, das ist auch das Buch eigentlich aus dem August, und zwar ist das Blutparadies von Klaus Hammering. Das ist ja im August eingezogen, war auch im August ein absolutes Thriller-Highlight von mir, und mittlerweile wissen wir ja alle, wer hinter dem Pseudonym Klaus Hammering steckt, nämlich die liebe Laura Newman. Die hat das am Sonntag, glaube ich, in einem Video auch erzählt, dass sie eben Klaus ist, und ich habe das natürlich schon ein bisschen länger gewusst. Ich durfte ja auch Test lesen und habe es ja dann wirklich auch nochmal im August in dieser neuen überarbeiteten Form absolut weggesuchtet, an einem Abend weginhaliert sozusagen, und es war für mich ein absolutes Thriller-Highlight. Und ja, wir sind hier eben auf einer Insel, und auf dieser Insel passieren ja merkwürdige Morde oder merkwürdige Tote, wenn man so möchte. Und dann hat man natürlich eine Gruppe von Menschen, ja, die in diesem Paradies sind und sich die Frage stellen müssen, ist der Mörder unter uns oder ist da einer, irgendeiner noch anders auf der Insel, von dem wir nichts wissen? Und ja, diese Suche, ja, da begleiten wir im Grunde diese Menschen und aus unterschiedlichen Perspektivwechseln. Und ja, es ist nichts für Zartbeseitete, das hatte ich auch in meiner Bücherwoche gesagt. Auch ich selbst war an mancher Stelle auf jeden Fall überfordert. Das fand, glaube ich, aber Laura bzw. Klaus doch relativ gut, weil dann war der Nerv wahrscheinlich vom echten Thriller und vom blutigen Thriller absolut getroffen. Wenn es mir zu viel ist, war es wahrscheinlich ein gutes Zeichen. Also absolute Empfehlung, habe ich gelesen, im Grunde auch schon zweimal gelesen in der überarbeiteten Fassung, aber wirklich um Längen nochmal spannender und authentischer, wie man sich einen Thriller vorstellt. Das erste Hörbuch des Monats ist dann Das Labyrinth von London von Benedikt Jacker. Ein Buch über eine Zaubererwelt, über eine magische Welt, die eben auch in London spielt. Ein Hörbuch, das ich auch schon gehört habe. Und das Cover, glaube ich, irgendwie war zwar so, dass es aufgefallen ist, dass es einen angesprochen hat, aber irgendwie nicht sehr positiv. Ich finde es nach wie vor in diesem Quietschgelb ganz schrecklich. Und frage mich wirklich, wer hier für das Coverdesign verantwortlich ist. Aber es ist natürlich irgendwie aufgefallen, man liest den Klappentext und liest dann auch das Buch, beziehungsweise in diesem Fall hört man das Buch und hat dann eben auch so eine wunderbare, magische Welt, die einen wirklich sehr, sehr anspricht. Und man begleitet hier im Grunde ja unseren Protagonisten ja im Grunde da dabei, ja, etwas wiederzufinden. Und ich freue mich hier auf jeden Fall auch schon auf den nächsten Band und bin sehr gespannt, wenn der denn erscheint in Deutschland. Dann sind 2 Bücher vom Löwe Verlag bei mir eingezogen. Und zwar das erste ist Monsters of Verity, dieses wilde Lied von Victoria E. Schwab. Ich kenne die Autorin schon von 1, 2 anderen Büchern, bin hier auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was es mit diesen Monstern im Grunde auf sich hat. Ist noch nicht gelesen, habe ich mir aber für den Oktober vorgenommen. Und Warcross von Mary Lou ist bei mir angezogen, und das ist ja ein absolutes Highlight bei mir gewesen im September. Wurde gelesen und es kommt auch ein bisschen später dann der zweite Teil im Englischen als Neuzugang, da komme ich dann später zu. Wir haben hier ja im Grunde eine Parallelwelt, die eben ja im Grunde durch eine Art Spiel entstanden ist, die man eben mit so einer echten Brille kommt man in diese neue Dimension sozusagen, und da werden natürlich Spiele ausgetragen, man kann Menschen fangen, man kann sich Punkte erarbeiten, die man dann im echten Leben gegen Geld tauschen kann, und wir begleiten hier eben ja eine ganz, ganz tolle junge Protagonistin durch diese Welt, die eben ja eigentlich den Schaffer dieses Warcross, dieser Welt beschützen soll und das auch möchte, und dann aber merkt, da passieren noch einige andere Dinge, und das war unglaublich spannend, sehr, sehr packend, und diese virtuelle Realität, das ist einfach großartig, und das ist was, was ich mir tatsächlich für die Zukunft sehr wünschen würde, mal so richtig irgendwo einzutauchen. Und ja,
Dann ist von der lieben Lia Katrina Essenz der Magie der erste Teil bei mir eingezogen, die Lehrerin Begabte. Auch hier haben wir etwas Magisches und ich habe Lia Katrina, ich glaube, in Berlin kennengelernt, als ich mit den Kingsianern unterwegs war. Selbst ist sie auch YouTuberin, hat auch, glaube ich, mal für irgendeinen Verlag gearbeitet und hat jetzt ihr erstes Buch herausgebracht. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, als die Anfrage kam, ob ich das lesen möchte. Habe ich mir auch für den Oktober vorgenommen, freue ich mich sehr, weil ich immer wieder in magischer Stimmung bin und dann, ja, sind solche Bücher eben immer etwas ganz Wunderbares. Dann ist das erste echte Buch sozusagen des Monats eingezogen. Und zwar Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Das habe ich mir gebraucht, bestellt, ich glaube für 3 oder 4 Euro. Ich bin darauf aufmerksam geworden von einer lieben Freundin, die sich auf diesen spirituellen Pfad sozusagen der Aktivierung der eigenen Kreativität gemacht hat und da sehr viel Positives rausgenommen hat. Und ich möchte auch Positives daraus herausnehmen. Ich habe mir das für meinen Urlaub Ende Oktober vorgenommen, denn es sind hier eben auch Wochenaufgaben enthalten und ich möchte gerne in der Urlaubswoche im Grunde damit starten. Ich weiß noch nicht, inwiefern ihr das mal in der Bücherwoche oder so seht, weil ich das Buch dann ja natürlich jede Woche irgendwie ein bisschen was lesen möchte. Ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir haben. Woche 1, 2 bis zur Woche 12 sozusagen. Naja, also es ist doch ein ganz schönes Stück. Vielleicht mache ich dann einfach danach, wenn es euch interessiert, ein Video dazu. Es ist jetzt ja auch kein Rezensionsexemplar, was man irgendwie vorstellen müsste. Und es geht hier wirklich einfach alle Hindernisse, Ängste, Schuldgefühle, Abhängigkeiten und auch das eigene negative Selbstimage beiseite zu räumen und eben so die eigene Kreativität herauszulassen und eben die Verbindungen zum höheren Selbst, das klingt schon ein bisschen, kennenzulernen. Und ich bin einfach gespannt. Ich möchte da was rausnehmen, wieder was lernen, was mitnehmen, Ansätze haben, die man ins Leben mitnehmen kann und freue mich da auf jeden Fall schon sehr darauf. Dann habe ich bei Lovely Books einen Thriller gewonnen und zwar Escape Room von Chris McGeorge. Nur 3 Stunden, das ist vom Cover echt gruselig gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es hier erkennen könnt, dass das hier echt aussieht wie Blut. Und ich bin da tatsächlich beim ersten Hingucken, dachte ich, oh Gott, du hast einen Kaffee- oder Teefleck drauf gemacht. Das war so der erste Impuls, das wegzuwischen, bis man dann merkte, es ist Blut. Ja, das habe ich bei Lovely Books gewonnen, leider noch nicht gelesen, da ich 2, 3 sehr negative Stimmen darüber gehört habe. Und dann dachte, ha, schon wieder ein Thriller, der vielleicht nicht das hält, was er verspricht. Denn eigentlich klingt es hier ganz toll, denn es ist ein Hotelzimmer, 5 Verdächtige, 1 Leiche und nur 3 Stunden Zeit, um den Mörder zu finden. Und man hat eben hier diese 3 Regeln und wenn man eben das Rätsel nicht löst, dann werden alle sterben und wer kann am Ende das Spiel auch hier sehr cool im Grunde gewinnen. Ja, ich bin mega, mega gespannt. Ich glaube, das ist der erste Roman von ihm war ein Kriminalroman, Dead Room, und das ist jetzt wahrscheinlich eher ein Thriller. Und ich bin trotzdem neugierig. Ich denke, ich werde den so in einer gruseligen Stunde, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche das Lesen. So ein Escape Room würde ich ja auch unglaublich gern mal, also es sind ja auch Spiele, die in diesem Escape Room sind, auch mal ausprobieren. Mal gucken, ob sich da mal eine Möglichkeit findet. Dann ist bei mir ein Buch ein- und auch ausgezogen, nämlich ein Hörbuch, und zwar Die Schwestern von Midford Manor unter Verdacht von Jessica Fellows. Ein absoluter Flop. Ich habe den auch abgebrochen und zum Glück kann man Hörbücher bei Audible ja auch umtauschen, also zurückgeben. Und das mache ich wirklich auch nur bei Büchern, die ich abgebrochen habe, weil ich so denke, wenn man es bis zu Ende hört, ist es irgendwie, also fände ich es irgendwie komisch. Aber habe ich glamouröses 20er-Jahre-Feeling erwartet und habe irgendwie eine Mischung aus Krimi, unspannender Historie erfahren und irgendwie, ich fand es einfach nur langweilig. Es hatte überhaupt keine Atmosphäre, es war einfach stumpfsinnig erzählt, wie ich fand, und hat mir nicht gefallen. Mehr muss man dazu gefühlt auch gar nicht sagen. Es wird aber eine Reihe, ich glaube 7-bändig. Für jede dieser Midford-Schwestern ist, glaube ich, ein Roman geplant, soweit ich das weiß. Aber ja, dann ist bei mir Die Party eingezogen. Das neue Buch von Jonas Winner wurde auch schon gelesen. Ich habe ja jetzt, glaube ich, 2 Bücher von Jonas Winner gelesen, Murder Park und Die Zelle. Es war im Grunde mein 3. Werk. Jeder der vorhergehenden Thriller war irgendwie gut, hatte aber eben auch den einen oder anderen Schwachpunkt. Das Buch hier war gefühlt zwar ein Page-Turner, aber totaler Schwachsinn. Das muss ich ganz klar sagen. Es hatte für mich zwar schon irgendwo so diesen Spannungsreiz, weswegen es auch nicht abgebrochen wurde und auch kein kompletter Flop war,
aber es war, glaube ich, tatsächlich mein letztes Buch von Jonas Winner. Ich habe noch den Architekten hier, ja, der Architekt. Ich glaube nicht, dass ich das noch lesen werde. Drei Bücher sind eigentlich genug Zeit, damit man sich beweisen kann. Und wenn gefühlt jedes Buch, das man liest, irgendwie schlechter wird als das erste und hier wirklich so viel Schmarren auch darin vorkommen, wie man so schön in Bayern sagt. Nein, also es geht hier ja um eine Halloween-Party, wo sich Leute nach 30 Jahren wiederfinden, eine 80er-Revival-Party feiern, der Gastgeber irgendwie von der Decke stürzt, tot ist und dann ein Video hinterlässt und sagt, haha, ihr seid hier alle in einem Spiel und ihr kommt alle erst morgen Abend hier wieder von diesem Haus, von dieser Insel runter und aber nur einer, wer halt dann das Spiel sozusagen, ja, überlebt, also die Party. Und dann heißt es, wer Glück hat, stirbt als Erster. Es ist sehr makaber, es ist manchmal sehr merkwürdig, es hat sehr merkwürdige Dinge, Ansichten, die die Charaktere wiedergeben und ach, ich weiß auch nicht. Wenn ich in einem Haus bin, in dem Morde passieren, weiß ich nicht, ob ich da an meine Libido gerade denke. Ich, boah, das ist einfach nur nervig. Ja, leider ein Flop und wird, denke ich, dann auf jeden Fall auch ausziehen. Und dann ist eingezogen als E-Book Das Gold der Krähen von Leigh Bardugo. Ich habe ja den ersten Teil sehr, sehr gerne gelesen. Hat mir ja wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mit dieser, ja, im Grunde Bande von Kriminellen, die sich irgendwie zusammentun, um eben so diesen einen großen Auftrag zu schaffen. Und ich habe ja schon sehr, sehr positive Stimmen zum zweiten Teil gehört. So dachte ich, musst du jetzt auch lesen. Und so wird es auch sein im Oktober, dass ich dieses Büchlein auf jeden Fall lese und mich da auch sehr, sehr drauf freue. Dann gab es ja eine Medimops-Bestellung und ich glaube, ja, das Video habt ihr, denke ich, am Dienstag schon gesehen, denn die Neuzugänge kommen jetzt am Donnerstag. Und die Bücher zeige ich euch jetzt nur noch ganz kurz. Sie gehören halt hier der Vollständigkeit halber mit rein. Es sind, glaube ich, 3 Bücher eingezogen. Ja, und ich habe auch Spiele bestellt und auch Bücher für meine Schwester, aber die 3 Bücher sind meine. Und zwar ein Dan Simmons und zwar Sommer der Nacht. Und dieses Buch ist wohl im Grunde das Ursprungsbuch. Es gibt auch noch den zweiten Teil dazu, der dann da heißt Im Auge des Winters. Und beide Bücher sind vereint in dem neuen Buch von Dan Simmons, was, glaube ich, im Januar, Februar erscheint, Elmhaven. Denn auch in diesem Buch geht es um Elmhaven, einer amerikanischen Provinzstadt. Hier gibt es Schulferien und es passiert dann aber etwas Mysteriöses. Und für eine Gruppe von Freunden ist das Ende der Kindheit damit im Grunde angefangen. Und es ist ein preisgekrönter Thriller. Und ich bin mega gespannt darauf. Es klingt ein bisschen wie es, gar keine Frage. Das fand ich auch bei Elmhaven schon so. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass man jetzt 2 Bücher in einen packt und es als neues verkauft. Aber ich hinterfrage das bei Verlagen nicht mehr. Wir lesen Sommer der Nacht im November gemeinsam in der Dan Simmons Lesegruppe. Guckt da und mal in die Infobox, da findet ihr die Dan Simmons Gruppe. Einteilung ist auch, glaube ich, schon online. Also zumindest ist mein Buch schon eingeteilt. Ich vermute, ich habe das sogar schon online gestellt. Ich muss mal nachgucken. Und die Leseabschnitte kommen dann eben wieder kurz vorher und ja, da dürft ihr dann einfach gespannt sein und ich freue mich auf den neuen Simmons. Und dann sind 2 Nina George Bücher bei mir eingezogen, das Traumbuch, einfach weil ich ja auch das Lavendelzimmer habe ich noch hier, aber ich habe ja dieses Jahr die Schönheit der Liebe, Frauen. Ich habe es gerade wieder vergessen. Habe ich ja sehr geliebt in diesem Jahr. Und ich dachte, das Traumbuch klingt auf jeden Fall spannend, denn es geht hier um Entscheidungen im Leben. Was ist richtig, was ist falsch? Verzweiflung, Einsamkeit, Glück, Liebe und Freundschaft. Klang für mich sehr toll, hat gekostet 5 Euro. Und auch die Mondspielerin hat 5 Euro gekostet. Ich glaube, irgendeins der beiden ist mir aufgefallen, weil es in neuer Version nochmal jetzt herauskommt. Ich weiß nicht, ob es das Traumbuch als Taschenbuch war. Und hier heißt es Das Meer, der Tod und die Liebe. Und bei Meer, wenn ich irgendwo Meer höre, bin ich immer dabei, denn es heißt hier eine Geschichte voller Hoffnung, Weisheit und bretonischem Zauber. Eine Geschichte über das eigene Leben, für das es nie zu spät ist. Klingt gut. Ich freue mich auf beide neuen Nina George. Ich denke mal spätestens im neuen Jahr. Dann ist bei mir ein Hörbuch eingezogen von Julia Engelmann, auch schon gehört. Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Ich bin ja ein großer Fan ihrer poetischen Texte und es ist, glaube ich, ihr 4. oder 5. Buch, wenn ich mich nicht täusche. Hat leider nur knapp 2 Stunden Hörzeit, hat mir aber von der Autorin selbst vorgetragen unglaublich gut gefallen. Ich finde, da kann man sich so richtig fallen lassen, weil Julia Engelmann nicht nur tolle Texte schreibt, sondern sie auch ganz toll interpretiert. Und auch hier, man kann jetzt nicht einzeln auf die Geschichte eingehen,
Ihr Debüt war ja Eines Tages Baby und da hat sie ja auch dieses Poetry Slam im Grunde irgendwie bekannter gemacht in Deutschland. Und ja, mittlerweile gehe ja sogar ich zu solchen Veranstaltungen. Jetzt glaube ich auch ganz aktuell wieder am 7. werden wir eine Freundin und ich da hingehen. Da freue ich mich schon sehr drauf und ja, ich freue mich sehr, es gehört zu haben. Es wird auf jeden Fall in meiner Sammlung verweilen. Dann sind zwei Bücher nicht direkt hintereinander bei mir eingezogen, aber eben im Monat September. Und zwar Redwood Love, der erste Teil und auch der zweite Teil von Kelly Moran. Der erste Teil Liebe, nein, es beginnt mit einem Blick und der zweite Teil, es beginnt mit einem Kuss. Und ja, wie ihr seht, mir muss ja der erste Teil gefallen haben, sonst hätte ich den zweiten nicht gekauft. Für mich beides überraschende kleine Highlight-Bücher, den zweiten Teil habe ich in einer Nacht weggesuchtet, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Ich mag auch dieses Städtchen Redwood, das in Oregon ist und ich bin da ein absoluter Fan. Mir hat es ganz, ganz großen Lesespaß bekleidet und ja, wir treffen hier eben auf drei Tierarztbrüder und jedes dieser Bücher, es wird auch noch ein drittes geben, befasst sich eben mit einem der Brüder und eben einer Liebes-Lebensgeschichte und großartig. Also sehr, sehr schön, hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen durfte dann natürlich auch direkt der zweite Teil einziehen und beide sind auch schon gelesen. Dann habe ich wieder Glück gehabt bei Lovely Books und habe wieder ein Büchlein gewonnen und zwar das neue von Daniel Glattauer, 4 Sternstunden. Daniel Glattauer ist ja bekannt für Gut gegen Nordwind und Alle 7 Wellen. Zudem hat er geschrieben Auf ewig mein, dein, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ein Thriller, den ich ganz gut fand. Was mir allerdings nicht gefallen hatte, war das Weihnachtsbuch von ihm, war das geschenkt? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Nein, Der Weihnachtshund. Das fand ich ganz schrecklich, wie mit dem Hund umgegangen wird. Und die Ameisenzählung war ja, glaube ich, eine Sammlung von seinen, Kolumnen, was ich auch ganz gut fand. Und hier heißt es eben, 2 Frauen, 2 Männer und ein 4-Sterne-Hotel, das schon bessere Tage gesehen hatte. Das sind die Zutaten für Daniel Glattauers neue Komödie, beste Unterhaltung garantiert. Und da das ein recht dünnes Büchlein ist, kann ich mir das mal wunderbar an einem Abend vorstellen, wo man das so in einem Schwupps wegliest. Freue ich mich auch schon. Das Cover finde ich sehr, sehr spannend gestaltet, weil man natürlich sowohl einen Mann sieht, wie eben im Grunde ein Frauengesicht. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend gemacht. Und ja, ich stehe auf sowas total. Ich weiß nicht, hinten ist es einfach nur gelb. Über die Farbe gelb lässt sich natürlich streiten. Richtig schön ist anders. Aber so dieses Merkmal mit diesen Mann und Frau, das fand ich tatsächlich ganz spannend. Und ja, ich bin sehr neugierig, was diese Komödie für mich bereithält und ob das was zum Lachen ist. Dann ist bei mir eingezogen als Hörbuch das neue Buch von Nicolas Barrot. Die Liebesbriefe von Montmartre, auch bereits gehört und absolut weggeschmachtet. Wir haben hier im Grunde einen jungen Mann, der seine 33-jährige Frau an den Krebs verliert und so ein bisschen ja, Trauerbegleitung hat, ein bisschen aus diesem Loch herauskommen muss, denn er hat noch einen jungen Sohn und dazu helfen ihm natürlich verschiedene Freunde, die Familie, die beste Freundin der Frau und ja, er musste seiner Frau im Grunde versprechen, dass sie ihr 33 Briefe schreibt, wo er eben so ein bisschen das Leben, wie es weitergeht ohne sie beschreibt, was er fühlt, was er denkt. Und am Ende hat ihm seine Frau versprochen, passiert etwas in seinem Leben, was eine große Wendung ist. Und ja, das lässt einen natürlich so ein bisschen gespannt zurück. Bei Nicolas Barrot brauche ich überhaupt keinen Klappentext. In der Regel höre, lese ich die immer sehr zeitnah. Ich mag den immer ganz gerne. Ich muss ein bisschen in Stimmung sein, in dieser romantischen, etwas kitschigeren Herzensstimmung. Sonst funktionieren diese Geschichten nicht. Auch hier ist es ein Hauch zu kitschig. Aber es war eigentlich absolut passend für Nicolas Barrot und ich kann die auch absolut empfehlen. Auch das nächste ist ein Hörbuch und zwar habe ich das vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar Nanos, Sie bestimmen, was du denkst von Timo Leibig. Ein Buch, das mir durch das Cover absolut aufgefallen ist, als ich es beim Verlag sozusagen gesehen habe, das ich total interessant fand. Denn wie es im Titel im Grunde schon heißt, geht es eben hier um so ein bisschen Gedankenkontrolle in einer etwas düsteren Science-Fiction-Welt und ja, ich bin sehr, sehr neugierig darauf und bin sehr gespannt, wie mich dieses Genre als Hörbuch vielleicht auch tatsächlich begeistern und packen kann. Definitiv ein Hörbuch, das ich jetzt im Oktober hören möchte und einfach mal neugierig bin, ob dieses Science-Fiction-Genre im Grunde auch zum Hören funktioniert. Da bin ich einfach sehr, sehr gespannt. Dann ist vorhin schon gesagt Wildcard bei mir eingezogen. Der zweite Teil zu War Cross von Mary Lou. Das habe ich mir im Englischen geholt als E-Book und ja, ich bin mega, mega gespannt, ob ich mich tatsächlich rantraue, es in Englisch zu lesen. Ich
weiß nicht, wie fordernd Mary Lou ist. Natürlich ist es ein etwas erwachseneres Jugendbuch. Da wird das Englisch natürlich wie im Deutschen eine etwas leichtere Sprache sein. Ich muss einfach mal gucken. Aber ich fand Warcross einfach so, so spannend, dass ich dachte, guck, ob du das englische den englischen zweiten Teil schon bekommst. Und dann musste es im Grunde auch einfach einziehen. Und mal gucken, ob ich mich rantraue, ob es mich so packen wird. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Vielleicht tatsächlich in einer ruhigen Stunde in meinem Urlaub, wo man sich wirklich auch so auf dieses Englisch einlassen kann. Mir hat ja der fünfte Teil von Das Lied von Eis und Feuer unglaublich gut gefallen. Ist ja auch ein tolles amerikanisches Englisch, mit dem ich immer ein bisschen besser zurechtkomme. Ich denke ja, Mary Lou wird ja wahrscheinlich auch eher amerikanisches Englisch sprechen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber ja, wenn man nicht warten kann auf den zweiten deutschen Teil, dann guckt man sich im Grunde einfach mal im Englischen um. Und das letzte Buch ist dann ein wieder eher untypischeres Buch bei mir, und zwar ein Manga. Und zwar ist das Moriarty, The Patriot, der erste Teil, ich glaube auch wieder einer Trilogie. Die Story ist von Ryosuke Takeuchi, die Zeichnungen von Hikaru Miyoshi. Und es basiert im Grunde auf den Werken von Sir Arthur Conan Doyle. Ja, Moriarty ist der Bösewicht in der Sherlock-Welt und ich liebe ja Moriarty in den Serien. Ich bin ja absoluter Fan. Ich bin, glaube ich, der größte Fan von Moriarty. Ich finde diesen Bösewicht so grandios genial. Es ist ein Genie des Bösen. Und ich bin sehr gespannt, wie mir seine Jugendgeschichte gefallen wird. Denn diese Manga-Reihe ist im Grunde die Entstehungsgeschichte von Sherlock Holmes' Gegenspieler. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Sherlock eine Rolle darin spielen wird. Denn wir sind hier Ende des 19. Jahrhunderts und die Blütezeit des britischen Empire. Und wir haben hier eben James Moriarty, der Professor für Mathematik ist, im Jahr 1870. Und diese gesellschaftlichen Unterschiede gefallen ihm nicht. Er ist sehr unzufrieden. Und dann macht er im Grunde die Idee einer Bürgerwehr, die eben eine private Armee zum Kampf gegen Diskriminierung wird und ja, wie er dann eben zum erfolgreichen Gegenspieler von Sherlock wird. Und Karls Manga hat ja im letzten Jahr drei Manga herausgebracht zur ersten Serienstaffel von Sherlock, was ja im Grunde einfach die Serienstaffel wieder erzählt hat in Manga-Form, auch basierend auf den Figuren von Benedict Cumberbatch und Martin Freeman. Und hier drin kann man jetzt eben einfach so diese Jugendzeit wahrscheinlich kennenlernen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob Sherlock eine Rolle darin spielen wird. Die Rückseite, wie gewohnt, wenn man einen Manga in Deutschland aufmacht, heißt hier mal Halt, dass man es eben nicht regulär liest, sondern am Ende ist, man muss diesen Manga natürlich andersrum lesen. Also von hinten nach vorn, von oben rechts nach unten links, also ne, genau andersrum. Es ist anfänglich, jetzt muss ich es auch richtig rumhalten, es ist anfänglich immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich freue mich drauf. Also ich werde ihn mittlerweile wahrscheinlich gelesen haben, wenn ihr das Video seht. Und in der nächsten Bücherwoche werde ich dann darüber berichten oder eigentlich dann in der übernächsten. Jetzt bin ich wieder verwirrt, aber durch die Zeitverschiebung meiner Bücherwoche. Aber ich freue mich drauf, bin mega gespannt und so ein Büchlein mit, ich weiß gar nicht, 205 Seiten, das hat man halt in dem Manga doch sehr schnell weggelesen. Ich danke Karlsen Manga, dass ich das Büchlein bekommen habe und bin mega, mega gespannt. Ja, weil es natürlich jetzt auch einige Rezensionsexemplare waren, werdet ihr wahrscheinlich hier auch irgendwo ein Werbungszeichen gesehen haben. Einfach weil ich ja in meinen Neuzugängen nicht unten explizit in der Infobox darüber informiere, welches Buch ein Rezi-Buch ist. Das mache ich ja nur in der Bücherwoche, also bei den gelesenen Büchern. Dementsprechend ist hier halt irgendwo Werbung wegen Rezensionsexemplaren eingeblendet. Ihr wisst, irgendwie gibt es da noch keine echte Regelung. Daher versuchen wir es jetzt einfach mal so. Hätte ich natürlich am Anfang sagen können, aber ihr werdet es irgendwo gesehen haben. Und damit ihr einfach Bescheid wisst, dass natürlich auch einige Rezensionsexemplare dabei sind. Und genau. Ja, das waren meine 21 Neuzugänge aus dem September, beziehungsweise nur 20 und eins halt einfach vergessen. Manchmal passiert das mit einer Statistik. Ich war ja Ende August auch krank und habe dann bestimmt einfach vergessen, diesen Neuzugang zu notieren. Das kommt einfach vor, ist ja aber nicht weiter dramatisch. Ich bin natürlich neugierig, welche der Bücher sind bei euch eingezogen. Habt ihr schon was davon gelesen? Welches der Bücher, die ich jetzt noch nicht gelesen habe, kennt ihr schon? Seid ihr Fan von? Fandet ihr ganz, ganz schlecht? Immer her damit, bitte ab in die Kommentare. Würde ich mich wirklich mega darüber freuen, über den Austausch. Und natürlich auch vielleicht, welche spannende Neuzugang bei euch eingezogen ist, worauf ihr euch jetzt noch freut. Und das war es jetzt soweit erstmal von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.